und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen heute mal die Demo von Station to Station an, ein Spiel, was noch dieses Jahr rauskommen soll. Und das ist, also das Spiel an sich ist inspiriert so ein bisschen an Mini-Metro, Train Valley, Dorfromantik, Terranil und Islanders. Und ja, wir schauen mal, was das Spiel denn so kann, weil ich meine, die Voxel-Grafik, die schaut ja schon irgendwie niedlich aus. Okay, Demo-Spiel. Ich habe das erste Level schon mal gespielt, um zu schauen, ob das was ist. Wir spielen es aber gerade nochmal. Ist auch zeitgleich so ein bisschen ein Tutorial. Ziel, stelle alle 12 Gebäude fertig. Machen wir. So, das ist unsere Map. Mit WASD, beziehungsweise linke Maustaste, können wir uns hin und her bewegen. Mit der rechten Maustaste drehen. Und dann reinzoomen und wieder rauszoomen. Das Standardding. Fahre über das Gebäude, um zu sehen, was es tut. Das ist eine Weizenform, benötigt gar nichts, produziert Weizen. Gebäude müssen mit einem Bahnhof verbunden werden. Drücke Spacebar oder den Bahnhof-Button, um Bahnhöfe zu platzieren. So. Das machen wir mit Mausrad, können wir hier drehen. Und ziehen wir den mal hier. Da ist er auch schon da. Hier oben, bei der Mühle, da brauchen wir Weizen. Machen wir den nächsten. Ungefähr so. Diese Mühle benötigt Weizen. Klicke auf das Verbindungsstück, um eine Strecke zur Weizenfarm zu bauen. Okay. Wir können jetzt entweder hier direkt verbinden oder wir können wie so Wegpunkte hier machen. Ich würde sagen, machen wir irgendwie so. Und dann da rein. Dann können wir das hier nachträglich anpassen, wenn wir die Strecke gerne haben möchten. Ich meine, das ist jetzt mehr zum Optischen. Und dann fährt der erste Zug schon los. Und die Mühle hat Weizen bekommen und du Geld. Der Halt von Geld schaltet neue Gebäude frei. Fahre erneut über das Gebäude, um zu sehen, ob es fertiggestellt ist. Ja. Jede Weizenfarm kann nur eine Mühle beliefern. Die neue Weizenfarm muss also mit einer anderen Mühle verknüpft werden. Machen wir gleich. Erst schauen wir uns mal hier den Zug hier an. Oh, ist er nicht niedlich? Es ist nur ein bisschen steil. Also, es geht dabei jetzt nicht um die Zeit. Er muss einfach hier einfach nur ankommen und wir müssen einfach die Gebäude verbinden. So, das gleiche machen wir jetzt hier. Den Bahnhof würde ich mal sagen, so platzieren. Und den anderen hier. Und dann glaube ich, nehme ich mal dieses Gleis hier. So. Ja, ich würde sagen, so passt es. Und wir haben Geld gekriegt. Neues Gebäude. Okay. Bahnhof hier und Bahnhof da. Ich würde sagen, hier mal das Gleis hier. Ja, im Prinzip erklärt er jetzt hier, dass wir das mit dem Wegpunkt jetzt hier machen können. Oh, ein bisschen schön. Und der Schönbauer so ein bisschen in mir raus. Perfekto. Neue Gebäude. So, da haben wir jetzt hier die ersten 9 Gebäude. Da haben wir jetzt hier die Molkerei, produziert zweimal Milch. Also das heißt, wir können da 2 Betriebe damit verbinden. Da oben haben wir die Käserei, benötigt einmal Milch. Und dann hier auch nochmal die 2. Käserei. Also, dann machen wir hier einmal den hier. Einmal den hier. Und einmal den hier. So, und was wir jetzt machen könnten, ist einerseits ist hier so, machen hier mal kurz einen Wegpunkt dazwischen. Um das ein bisschen schöner machen. Wir könnten jetzt natürlich von dem Bahnhof direkt dahin fahren. Was aber auch geht, ist quasi die Dinger so verbinden. Machen einen neuen Güterzug und dann von da aus weiter nach da. Dann gilt das auch als verbunden. Oh, sind jetzt wirklich andere Hänger da hinten dran.
süß. Aber wenn ich das jetzt so sehe... Ah! Okay, der Güterzug ist jetzt... Okay, der macht jetzt einfach gar nichts. Er bringt einfach zweimal die Kannen daher und er nimmt sich dann da einmal. Okay, so hätte man das dann machen können. So, Gebäude können indirekt verbunden werden. Statt diese Gießerei direkt mit der Molkerei auf der anderen Seite in der Nähe der Karte zu verbinden, versuche sie über einen in der Nähe liegenden Bahnhof innerhalb des Netzes zu verknüpfen. Soll heißen, wir können jetzt hier den Bahnhof bauen. Und den könnten wir so ungefähr bauen. Und dann hier so rein. Und dann brauchen wir hier noch einen Bahnhof. Eine Gebäudeverbindung. So. Und sagen einmal so und einmal so. Bauen. Und dann müssen wir das hier noch verbinden. So, da. Und jetzt hat der seinen Milchwagen da hinten dran. Level abgeschlossen. Klicke auf den Button rechts unten, wenn du für das nächste Level bereit bist. Und so entstehen dann vermutlich die langen Güterzüge hier. Okay. Nächstes Level in der Demo hier. Ziel erreicht. 12 von 12 Gebäuden. Geld übrig. 1178. Ja, mir gefällt das Spiel. So, Budgetaufgabe. Beende das Level mit mindestens 200 Dollar. Spezialaufgabe. Benutze insgesamt 6 Karten. Aha. Billigere Gleise. Ganze kosten die Hälfte des üblichen Preises. Der Brückenpreis bleibt unverändert verbraucht bei der Verwendung einer Karte. Okay, wir haben hier die Molkerei und da braucht man hier mal einen Bahnhof. Wenn wir sagen so. So. Und bei dir werden wir das so platzieren. So. Ja, haben wir hier Geld gespart auf die Lange. So, und das können wir zum regulären Preis machen von mir aus. Sehr gut. Und es wird grün. Okay, neue Karte. Billigere Brücken. Und neues Gebäude freigeschalten. Farbe das neue Gebäude, um zu sehen, was es tut. Benötigt Mehl, produziert Brot. Weizen. I see. Okay. Den Bahnhof, glaube ich, so platzieren. Den hier. Wobei, nein, ich glaube, ich mache das auch so. Und den da oben so. So, billigere Gleise. Machen wir es mit dem längsten hier mal. Hier runter. Und so mit einer Kurve hier rein. So, und der mit dem hier. Geil. Oh, scheiße, du hast keine Gebäudeverbindung. Kann ich das irgendwie abreißen? Wie kann ich hier abreißen? Shit. Fortschritt 70 von 140. Ach, das kann jetzt doch nicht wahr sein, oder? Ich kann nicht abreißen. Okay, dann machen wir das Level nochmal neu starten. Machen wir das mal auf schnell. Ärgerlich.
So, einmal auf schnell. Einmal so, einmal so und einmal so. Billiggleise. Nice. Perfekt. Geht doch. So, Blicke zum Ziehen, billige Brücken und neue Gebäude. Hier die Übung wieder. So, ja, ich weiß schon, was es macht. Irgendwie so. So und so. Billige Gleise. Machen wir es gerade mit dem. Ich weiß, was es tut. So. Hier ist eine Kurve da runter. Ah, fuck, das geht nicht. Gehen wir da ein bisschen weiter darüber. Kann ich das so noch irgendwie. Nee, Brücke ist. Nein, ich will keine Brücke. Ja. Na gut. Warte mal. Nee, halt. Ja. Perfekto. Geil. Mehr Geld. Wir sind aber hier noch nicht fertig. Das Blut muss noch irgendwo hin. Das wird sich jetzt rechnen, dass ich das untere verbunden habe. So, was haben wir hier? Die Stadt Größe 1 braucht Brot, braucht Milch, braucht Käse. Milch. Okay, wir müssen das Brot da irgendwie da oben kriegen. Also das machen wir hier mal am Bauernhof. Aber das Brot müsste man eigentlich von hier so kriegen. Yes. Funktioniert. Ja, da das ganze Mehl und so. wir haben da Milch, produziert Käse. Du produzierst auch Käse. Okay. Einmal so. Okay, und du machst Milch. Mache ich das? Jetzt mache ich den zweiten Bahnhof hier, ne? Das war jetzt nicht so schlau. Billigere Brücken, machen wir das mal. Ich muss das fast irgendwie so machen, dass ich da noch Milch kriege. Bahnhof. Jetzt sehe ich, wo das Spiel schwierig werden kann. Dass man hier vorausschauend wirklich bauen muss. Mann, das ist jetzt eine echte wilde Achterbahnfahrt hier. Okay, das will ich mal anschauen. Alles klar. Das würde natürlich auch in echt gehen. Überhaupt kein Problem. Ausdrücke Tab oder fahre über ein Level abschließend Button, um nicht fertiggestellte Gebäude hervorzuheben. Ah, okay. Bäckerei. Noch ein Mehl. Da haben wir noch einmal Käse hier. Eine Stadt. Brot, Milch und Käse. So, Weizen nach da. Das können wir schon mal machen. So, einmal so. Jetzt haben wir das. Wie mache ich das jetzt zum Schlauesten?
glaube so. Du fährst mal so. Billig leise. Ich glaube, ich mache das eher von der Seite aus. Yes. Jetzt fehlt noch die Milch. Das heißt, wir müssen eigentlich das hier noch verbinden. Billiggleise. Geil. Zwei auf einmal. Level abgeschlossen. Geil. Und wir sind auch noch im Budget geblieben. Nice. Ja, 200 Spezialaufgabe war ja. Was war das Spezial? Benutzt insgesamt 6 Karten. Ja, okay. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Nächstes und letztes Level von der Demo. Wähle das Level mit mindestens 850. Baue eine Strecke, die bei Fertigstellung sofort 4 Ressourcen verbindet. Aha. Was Stapelbonus? Wenn ein neuer Bahnhof mehrere Gebäude auf einmal versorgt, bekommst du zusätzlich Geld. Das erfordert vorausschauende Planung. Verbinde zunächst die Mühle mit der Stadt, dann die anderen Gebäude mit der Mühle. Die Mühle, die Bäckerei und die Stadt werden daraufhin gleichzeitig versorgt. Aha. Okay, Bäckerei. Also die Mühle zuerst. Okay. Ich würde sagen, den Bahnhof machen wir hier so. So, das hier so. Und da brauchen wir noch einen Bahnhof. Und die... Das ist ein bisschen doof, das so zu machen, aber okay. Schwerer Güterzug. Wieder bringen 50% mehr Geld ein. Okay. Und dann so. Schwerer Güterzug. Ja, machen wir das mal. Okay, Stapelbonus. Okay, alles klar. I see. So, neue Karten, möglicherweise. Und neues Gebäude. Die Stadt braucht Milch und Käse. Bulgarei macht Milch. Und hier Käse. Aber es ist eigentlich schlau, wenn. Wenn wir da wieder die Stadt zuerst mit dem hier verbinden. Die Gleise. Danke. Und dann das hier. So rüber. Ja, irgendwie so. Hab ich jetzt Stapel? Yes. Geil. Ja, läuft mit dem Budget. Neues Gebäude. Bist du jetzt eigentlich... Halt, mal auf Tab gucken. Da sind die Gebäude alle fertig, hier nicht. Okay, Milch und Käse. Das ist die Stadt. Das heißt, zuerst mit der Käserei verbinden. Ich würde sagen, so... Das hier auch irgendwie so platzieren. So, Bilogleise. Kommen wir da hinten raus. Oh ja, geil. Irgendwie so.
Standard. Der Bahnhof kommt irgendwie so hin. Oh, dann sieht es auch halbwegs gut aus. Billiggleise. Und Stapelbonus. Geil. Da fehlt jetzt aber noch das Brot. Oh, schwerer Güterzug. Interesting. Da brauchen wir Mehl für Brot. Weizen. Was macht jetzt das Sinn? Also da macht es überhaupt gerade zwei. Ich habe da so eine Idee. Du mal mit dem. Und wir fahren dann hier da so rüber. Und wir sagen, erstens das da. Aber nochmal Brücken machen wir nicht. Ja, wir machen schwere Güter zu. Stapelbonus. Geil. Ist da noch immer eine andere. Oh, schaut euch das mal an. Nice. So, Billiggleise. Neues. Nochmal Billiggleise. Ein neues Gebäude. Ja, nee, ist klar. Lass mal gucken. Also, da braucht man Mehl. Er braucht Milch. So, da braucht man Weizen. Einmal von da nach da. Und die Stadt braucht einmal alles. I see. Was ist jetzt schlau? Sagen wir mal so. Billiggleise. Ja, jetzt kommen wir aber hier nicht weg, ne? Ah, doch, wir können da so nach hinten fahren. Ja, ich weiß, das ist blockiert. Oh, das geht. Geil. Bahnhof hier. Okay, Billiggleise. Dankeschön. Verbinden. Einmal so und einmal so. Standardzug. Okay, und jetzt müssen wir das ganze Netz mit dem da verbinden. Bahnhof. So. Jetzt können wir das mal mit der Billigbrücke machen. Nice. Stapelbonus. Bahnhof. Okay, keine Gebäudeverbindung. Einmal so. Blickbrücken. Dankeschön. Und jetzt die Verbindung nach da oben. Das müsste jetzt einen mega Bonus geben. Nice. Level abgeschlossen. Coole Sache. Und wie schaut es aus?
Naja. Okay, ja, das hat schon was. Also kann man auch vorstellen, dass es nochmal mit mehr Industrien ein bisschen knackiger wird. Also, ja, holy shit. Frag mich, ob es da eine Maximallänge gibt, was man da halt irgendwie verbinden kann. Ja, er ist auch mal gut unterwegs hier. So, kommt doch was. Okay, das hätten wir. Budget auf jeden Fall. Was? 27! Oh, was war das gewesen? War eine Strecke, die wir fertig. Achso, ja, das war das so. Ah, oh, schade. Achtung an alle Passagiere, merkt euch das Datum vor. Unsere malerische Station-to-Station-Reise wird im Jahr 2023 auf euren PCs auffahren. Ja, genaues Datum gibt's leider noch nicht, aber wenn es da irgendwas Neues gibt, werde ich euch informieren. Eure Meinung gerne dazu in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel so hält und ob ihr es eventuell sogar kaufen würdet. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.